Und wir kommen zum Krieg im Nahen Osten. In den Verhandlungen über die Freilassung weiterer Geiseln hat Israel eine Kampfpause von mindestens einer Woche vorgeschlagen. Das Land, das steht ja wegen seines Einsatzes in Gaza international weiterhin massiv unter Druck. Wie das Nachrichtenportal Axios berichtet, erwarte Israel im Gegenzug von der islamistischen Hamas die Freilassung von rund 40 Personen. Dabei geht es insbesondere um Frauen, Männer über 60 und auch andere Geiseln, die krank oder verwundet sind. Nach israelischen Schätzungen werden in Gaza noch mindestens 109 Menschen festgehalten. Während der ersten Feuerpause im November waren 105 Geiseln freigekommen. Und wir schauen nach Israel zu unserem Reporter Max Hermes. Max, also es ist ja auch gestern bekannt geworden, dass also durchaus auch hinter den Kulissen weiter Gespräche stattfinden über die Geiseln. In Warschau soll das passiert sein. Nun also auch nochmal der Vorstoß von Israel, dass man hier sagt, okay, wir könnten eine Waffenruhe für eine Woche einlegen. Wie realistisch ist denn, dass es dazu auch wirklich kommen wird? Na, Fakt ist, und das muss man festhalten, der Druck auf die israelische Regierung, der steigt, vor allen Dingen von Angehörigen, aber auch von vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft in Israel, die einfach sehen, dass die Militäroperation in Gaza nicht dazu führt, dass weitere Geiseln freigelassen werden, und die gleichzeitig wissen, der Zeitkorridor wird enger, in dem die Geiseln eben dann lebendig zurückgeholt werden können. Also 109 Geiseln sind weiterhin den Schätzungen zufolge im Gazastreifen aktuell gefangen, und jetzt ist noch einmal ein Video aufgetaucht, nachdem gestern schon ein Video veröffentlicht wurde, in dem drei Geiseln gesprochen haben, von der Hamas veröffentlicht, ist jetzt noch ein Video veröffentlicht worden vom Islamischen Dschihad. Das ist eine weitere Terrororganisation, die offensichtlich involviert ist und die jetzt offensichtlich zwei Geiseln auch gehabt hat, die von Israel gefangen genommen wurden. Und diese Geiseln, die fordern darin, dass Israel die Kämpfe schneller einstellt bzw. keine weitere Zerstörung anrichtet. Man weiß nicht, unter welchen Umständen das Video aufgenommen wurde und ob die Männer zu dieser Aussage gedrängt wurden. Aber das alles wird natürlich gehört und das alles bewegt die Israel. Die israelische Regierung eben dazu, jetzt dann auch im Hintergrund Verhandlungen anzustreben. Also wir wissen, der Mossad ist involviert und der verhandelt über Katar offensichtlich über diese Waffenruhe. Ein bis zwei Wochen sind da im Gespräch. Und wir wissen auch, dass die Hamas offensichtlich jetzt sich da schon vorbereitet. Hamas-Chef Hania ist in Ägypten und verhandelt dort offensichtlich mit mehreren Verhandlungsführern und der ägyptischen Regierung auch über einen solchen Deal. Also das alles passiert im Hintergrund, und währenddessen steigt eben der Druck, weiterhin die Geiseln lebendig zurückzuholen hier nach Israel, damit sie nicht dort im Gazastreifen sterben. Max, vielen Dank für deine Einschätzung aus Sderot. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.